Hey, look. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Can you talk? It is important. What's important? I may have found a solution to the problem we share. I have established a contact with an old friend from Arasaka. He's here in Night City now. He's well connected to certain influential people. Okay. That's gonna help us how, exactly? There will be a meeting. You, me, and this friend of mine. You will tell him what you told me. The truth of events at the Compiki Plaza. I have little hope that he will be convinced. But it will be a start. Euer Ernst jetzt? Na super. Ja, und wie ihr gerade gemerkt habt, gibt es schon wieder einen Absturz. Ich werde das Ganze jetzt aber nicht rausnehmen. Darf ich erstmal annehmen? Also, was ich eigentlich sagen wollte, ich werde das Ganze diesmal aber nicht rausschneiden, weil ihr sollt ja sehen, was das für Probleme gegeben hat mit dem Update heute vom 22.12. Und ja, falls ihr euch dazu entscheiden solltet, das Spiel noch zu kaufen und es noch nicht gekauft habt, kann ich euch aktuell entgegen dem, was ich die letzten 12 Folgen über gesagt habe, kann ich euch aktuell wirklich nur empfehlen, wartet lieber. Wartet, ob sich das Ganze noch gibt. Also für Konsolen solltet ihr es auf gar keinen Fall kaufen, weil die haben wohl nur Probleme. Und jetzt fängt es halt auch bei den PC-Spielern an, dass wir auch nicht mehr spielen dürfen, weil seit dem letzten Patch halt eben nur noch Abstürze kommen. Abgesehen natürlich von dem Speicherbug-Problem, dass die Speicherstände komplett zerstört werden, wenn man zu viel Items gesammelt hat oder gecraftet hat. Das ist natürlich auch ein absolutes No-Go, gerade für so ein Spiel. So, ich starte jetzt noch mal eine zweite Runde und hoffe, dass wir jetzt hier endlich mal weiterkommen. That's gonna help us how, exactly? There will be a meeting. You, me and this friend of mine. You will tell him what you told me. The truth of events at the Compiki Plaza. I have little hope that he will be convinced. But it will be a start. Of all people, you ought to know Night City tests everyone's reliability, even that of old friends. Sure about this guy? Trust him? Many times we have had the opportunity to kill one another. Yes, I trust him. Fine. Where's the meet and when? Japantown. After sunset. I am sending you the precise location. I'll see you there. Okay. Ja, mal eben schauen, ob der noch was zu sagen hat hier. Would you look at that? You see it too, right? Eigentlich nicht. What's that chick's name? The one with the hair? Misty? Yeah. More likely a neuron misfire for Victor to check out. Hey! Geht es noch, Leute? Ich bin mich hier am Unterhalten, du Arschloch. Wer hab ich denn jetzt hier über den Haufen gefahren? Ich glaube, Takt. Jetzt ist der Typ weg. Na toll. Okay, wir müssen auf jeden Fall hier hin. Ja. Das ist nicht das erste Mal, dass man mich über den Haufen fährt. Leider. Aber, wieso steht da, dass ich nach links gehen muss? Und auf der Karte zeigt er an, dass ich nach rechts gehen soll? Muss ich jetzt auch nicht so ganz verstehen. Gehen wir mal aus dem Weg hier. Okay, das ist nur, weil ich hier anscheinend nicht durchkomme oder so. Kann ich hier drüber springen? Kann ich. Sehr schön. Dann gehen wir mal auf die andere Seite. Hallo! Junge! Siehst du nicht, dass ich hier vor dir stehe oder was? Kann ich... Ups. Okay, jede illegale Aktivität wie Diebstähle oder das Angreifen von Zivil... Hallo, der hat mich überfahren! Wollt ihr mich verarschen? Führt dazu, dass das NCPD ein Kopfgeld auf dich aussetzt. Die Polizei wird eine Patrouille zum Tatort entsenden, wobei ihre Reaktion proportional zum Kopfgeld ausfällt. Entferne dich vom Tatort und verhalte dich für eine Weile unauffällig. Ja.
Nachdem der Typ mich überfahren wollte und töten wollte, muss ich mich jetzt auch noch verstecken. Das nenne ich mal Gerechtigkeit, ehrlich. Okay, werde ich aber definitiv tun, weil ich ja sowieso hier weg wollte. Kann die mal die Waffe wegstecken irgendwie? Nee, das ist die falsche. Kann man die... Fäuste? Okay, Fäuste. Gut. Dann laufe ich jetzt einfach mal weg. Ich hoffe, mir folgt jetzt hier keiner. Und ich hoffe, ich werde jetzt nicht noch ein fünftes Mal umgefahren. Also insgesamt, jetzt nicht gerade jetzt. Und das war jetzt so eine Reaktion von mir, weil ich gedacht habe, okay, wenn der Typ mich jetzt auch umfährt, dann knall ich den jetzt einfach mal ab, mal gucken, was passiert. War anscheinend nicht so eine gute Idee von mir, das einfach mal auszuprobieren. Okay, also ich werde mich jetzt hier... Ich laufe hier ständig über irgendwelche Zebrastreifen rüber und alles, ne, aber trotzdem überfahren mich diese Arschlöcher. Wieso kommt die Polizei jetzt in meine Richtung? Das finde ich nicht gut. Okay, ich werde das dann gleich mal so zusammenschneiden, dass ich euch dann wieder dazu hole, wenn ich am Zielort angekommen bin. Bis gleich. Die haben anscheinend rot. Die stehen nämlich alle. Wie? It's been a long time. Oha. Fukako Okada, the lady of Westbrook Estate. When you find a moment, come see me. We must settle our accounts for Sandra Dorset. You did quite well. You and that friend of yours. Until then. So, wir sind im Mega-Gebäude angekommen. Ich weiß aber nicht genau. Achso, kann ich mit dem sprechen? Nee, jetzt soll ich doch weitergehen. Hä, wieso hat er mir erst das Ausrufezeichen auf der anderen Seite angezeigt? Muss ich nicht verstehen. Hallo? Muss ich erst mit dir reden? Ah ne, jetzt darf ich, okay. Wo wollen wir denn hin? Erdgeschoss? Nee, Klaus. Brain dance chick is hiding something. No coincidence we already saw two tiger claws. They must control the building. Arisaka and the Tiger Claws are in bed together. Go figure. Every corpse plays dirty. Except the streets are more than that. They're filled. So the corpse leave it to the gang. Suits collars and gets soiled. Surprised? No, I mean, if Evelyn wanted to disappear, especially from Arisaka, she could have done better. This whole situation's bent over. Cheeks spread wide. I think Judy's lying. Why? Little something called intuition, V. Ever heard of it? Mr. Stone. Oh, so what you meant to say was you're full of shit. Got it. Don't be soft. Upgrade. Okay. Nee. Das heißt, wie immer, Augen auf und wachsam sein. Kommt mir noch alles so bekannt vor? Muss ich mit ihr nochmal reden? Oha. Welcome to Clouds, where we know what you're looking for. Would you care to jack into the terminal? Ich suche Evelyn Parker. Sollte ich jetzt nicht zu dem Typen hin? Jack in, please. Looking for an Evelyn Parker. She work here? Give me a moment. Evelyn's not available at this time. Need to see her. It's important. The algorithm knows best. Trust me, it will choose a doll that will thrill you. Our dolls can change their hair and eye color in real time to look just as you wish. I just want to talk to her, that's all. Please, no need for concern. Your doll will talk to you about anything you wish. Check in, please. I'm sorry. Did she finally say anything useful? Fuck the menu. Let's ditch this waitress and take our special order to the chef, point blank.
Meaning? Meaning you go in as a customer, keep a low profile. They want to keep their cards close, fine. We'll play our own game. Okay. How could you possibly know what I'm looking for? Clouds always knows. Your deepest desire? We find it. You'll have your needs fulfilled. And maybe much more. Less is not a word we use around here. So how's this all work? An algorithm pilots the doll's motor functions. It takes your profile data and transforms into experiences in real time. Memory dampers on the doll's behavioral chip block any recall of the session. So there'll be no trace of the meeting. Well, I could say yes, but that would strip it of mystery and suspense, wouldn't it? Once you're in there, you set the stakes. You're saying it's not dangerous, but there's some risk involved. That is one way to put it. One thing is for sure, you never get what you expect. Consider my interest piqued. Ja, das befürchte ich irgendwie auch. All right, let's do this. This will be a live session, so events may take an unexpected turn. But don't quit if you feel uncomfortable. You could miss out on something truly remarkable. If you feel unready to handle what comes next, you can interrupt the session immediately. Now for your safe word. Samurai. Samurai. And saved. Now, bear with me a moment. Scanning your personal profile. You should see compatible dolls in just a second. Oh God. Two matches. Interesting. Is that normal, or...? Who can say what is normal? You're clearly a unique person with... unique tastes. Our system can handle it. So who will it be? Angel or Sky? Angel war die Frau, nehme ich mal an, ne? Weil Sky, das sieht so schwul aus. Thinking Angel looks good. I couldn't have chosen better myself. Now for the payment. And you'll venture into the clouds. Ich will nicht zahlen. Nee, will ich auch nicht. Aber er hat ja gesagt, wir müssen reisen. Ah, ist das scheiße. Er hat gesagt, wir müssen da reingehen. Also. Ja. There you go. Guck mich nicht so doof an. The payments come through. The entire floor is open to you if you wish to wind down first. Angel awaits you in booth 6. Disconnect, please. That it? We have a strict no weapons policy here at Clouds. Please deposit any and all hazardous items with me. Ja, das hört sich jetzt aber nicht gut an. Only two willing to spread their legs for you. Sad. Go eat a dick, John. Okay, also wir sollen hingehen, also gehen wir jetzt auch hin. Warum? Would have had more choices if I didn't have a certain brain parasite. Valerie, right? Nein! I'm Angel. Your Angel. Ich wollte doch die Frau! Wollte mich verarschen? Oh Gott. Nein. It's V. Just V. Only people I know real well get to use my real name. But we'll get to know each other well in no time, honey. Sure, why not? Do what you do best. I know that you're dying. Listen. I'm looking for someone who worked here. Evelyn Parker. Know her? Know where she is? You must see the big picture.
You focus too much on details. Minor ones. Like Evelyn. Please don't act like you know me. I just want some answers. But are you asking the right questions? How can you change what has already happened? What do you mean, happened? Know something I don't? What happened to you? What you keep inside and never reveal to anyone? And that is? Come now. You know. Trusted someone and they fucked me over. The end. But you don't expect any good of people. Not anymore, I don't. You wish to leave something behind. A piece of yourself. That's why this all began. You wish to be remembered. Yeah. Wanted to reach the top. Be someone. Still do. But seems like that might not happen anymore. Still. If I gotta die, I want to go down in history. Fuck it, even a footnote would do. And after that? Do you think death is a disappearing act followed by exactly nothing? People I've lost live on in my thoughts, and that's what I'll be. A memory. Or just some stranger's voice in my own body, yapping away. No longer part of the world. You will still have an impact there. So you believe death is not the end after all. Reassuring. Ja, ich persönlich keins von beiden, aber... I think I might just be afraid. So I imagined these things to distract myself from the thought of the void. If what I saw before is any indication, I... You are sensitive. That does not make you weak. Try to suppress your emotions, and you'll drown. So, where do we go from here? This is the part where I tell you what you must do. Oh, okay. Be my guest. You've never backed down from anything, so don't stop now. Not one step backwards. In this city, people die on their way to the corner store for a scop pop. But that threat's never stopped you. You dive into the middle of it all. Always have. Mich würde ja mal interessieren, wenn ich jetzt weitermache, ob jetzt, ob ich da vielleicht eine Errungenschaft für bekomme oder so, ne? Ich weiß auch nicht, ich denke mal nicht, dass ich aus dem noch irgendetwas rausholen kann. Keine Ahnung. Ich nehme jetzt einfach mal das Safe, damit der Kram hier mal besprungen wird. What happened? You interrupted the session? Ja, du kannst mir nicht die Antworten geben, die ich brauche. Were you not satisfied? Evelyn Parker. What do you know about her? Wait just a sec. That's not how this works. You can't ask me about the dollhouse or anything like that. I could get in serious trouble. Go, please, just go. You gotta help me, please. I'm no threat, and she could be in trouble. Just wanna talk to her, find out if she's okay. Look, I barely knew her, and I have no clue where she is. Nobody came looking for her. Nothing out of the ordinary happened? There was an incident with a client. Ach, jetzt fängt er an zu rauchen. I don't know the specifics. One doesn't ask about these things around here. Tom might know. He and Evelyn were close. Go ask him. And please leave me alone. Tom, who's he? Friend of Evelyn's. Wasn't a free moment they weren't together. Where'll I find him? He's a doll here. Works the VIP area, booth 2. Thanks. Sheesh.
Don't ask for me again. Ever. Kabine 2, okay.